So, hallo. Vielleicht hört mich ja schon jemand. Ich habe das Intro-Video ausgeblendet, weil mich da auch YouTube darauf aufmerksam gemacht hat, dass da wohl ein Stück aus dieser Top Gun-Sequenz, was ich dafür verwendet hatte, ja, urheberrechtlich geschützt ist, ja, aber derjenige, ich habe nicht das Original genommen, sondern das hat ein Freund von mir mit Gitarre eingespielt und hat es mir zur Verfügung gestellt, aber vielleicht macht das keinen Unterschied. Insofern seht ihr jetzt nur das Eingangsbild. Ja, und da bin ich auch. Ich weiß nicht, ob ihr das gestern mitgekriegt habt. Ich habe ja gestern auch schon versucht, einen Stream zu machen, seit langer Zeit wieder mal, weil ich von ein paar Leuten gebeten wurde. Hier, Lutz, wie sieht's denn aus? Kannst du nicht mal wieder eine Kleinigkeit machen? Und ja, die will ich halt auch nicht enttäuschen. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache noch mal was. Ja, zwei, drei Kleinigkeiten. Gestern, das hat leider nur ein paar Minuten gedauert, als ich meine HW100 vorgestellt hatte, mit dem neuen Zubehörteil dran, war es dann auch schon passiert und ich sehe hier, dass der Stream ja schlicht und ergreifend von YouTube beendet wurde gestern Abend und ich habe schon gedacht, das wäre wieder einer meiner Freunde und Gönner gewesen, die auf den Melden-Button gedrückt haben, aber offensichtlich war es das nicht. Das also, oder anders darum, es gibt noch eine zweite Möglichkeit, was das gewesen ist, und an die glaube ich eigentlich, an die möchte ich eigentlich glauben, obwohl ich es auch nicht verstehe. Was ist passiert? Ich habe ein Zubehörteil an meiner HW100 gehabt. Das wollte ich zeigen, wie es verarbeitet war, und da habe ich die Waffe in die Kamera gehalten und das widerspricht offensichtlich den Community-Regeln. Ich habe das nicht gewusst, mein Pech, dass man eben in einem Livestream keine Waffen in die Kamera halten darf. Ja, beim Livestream keine Waffen in die Kamera. Okay, wenn ich die gleiche Waffe, wenn ich den Livestream aufgezeichnet hätte und hätte ihn dann zeitversetzt gesendet, wäre es ein Video gewesen, dann hätte ich die Waffe zeigen können. Also die Logik erschließt sich mir nicht ganz, aber nachdem ich da mal von dem einen oder anderen Kommentar gelesen habe dazu, kann ich mir das vorstellen, weil ja teilweise verrückte Menschen mit einer Helmkamera, ja, das geht hin bis zum Amoklauf, den dann live übertragen haben. Also das geht natürlich nicht, von daher könnte ich es wieder verstehen und ja, deswegen wollte ich da das heute nochmal versuchen und nachholen. Beginne dann auch gleich damit, dass ich schon mal sage, mein Livestream enthält keine bezahlte Werbung. Ich habe einen Teil zur Verfügung gestellt bekommen durch eine Situation, die an meiner HW100 entstanden ist, mit dem Wunsch verbunden, ob ich das nicht mal zeigen könnte. Ja, habe ich gesagt, das ist die beste Möglichkeit, weil mir gefällt es auch. Und deswegen hatte ich mir es auch machen lassen. Und da habe ich jetzt hier einen Schaft, der jetzt schlicht und ergreifend bei mir vorne und hinten irgendwie eingewickelt ist, damit man den nicht gleich so als Waffe oder so irgendwas erkennt, sonst sind wir nämlich wieder so weit wie gestern. Und das ist einfach nur blöd, ja. Von daher will ich euch das mal zeigen. Und zwar, was habe ich machen lassen? Die meisten kennen das, ich zeige es jetzt mal in der Overhead-Kamera. Wenn man eine UIT-Schiene montieren will, beziehungsweise irgendwas an seine Waffe anbringen will, wozu man eine UIT-Schiene braucht, da habe ich euch ja schon einmal gezeigt. Da habe ich mir hier immer so ein Stück UIT-Schiene abgeschnitten. Da habe ich mir mal ein langes Stück
gekauft, habe das dann ein bisschen geschliffen und habe dann einfach hier zwei Löcher reingebohrt. Eines hatte ich dann schon drin in der Schiene, das andere habe ich zugebohrt. Dann habe ich hier unten vom Klettverschluss die feine Seite draufgeklebt, habe es dann unten gegen den Schaft gemacht und dann hier zum Beispiel einen Nutstein von dem Thomas Rink, den kann man dann hier reinschieben. Na, so rum. So rum hat den dann mit der Rändelschraube festgedreht und schon hatte man hier eine Befestigung am Schaftunterteil. Das wird meistens dann kurz vorm Abzug gemacht, weil da ist bei den meisten Schäften das meiste Fleisch. Damit bin ich bisher gut zurechtgekommen und das habe ich mal auch dem Jan Schlottmann gezeigt und habe ihm da auch mal ein paar Fotos von gemacht. Und der Jan ist ja ein Bastler vor dem Herrn und der hat es dann auch mal professionell gemacht und das wollte ich euch eigentlich mal zeigen, denn das habe ich mir auch an meine HW100 machen lassen und da zeige ich euch jetzt mal hier das, von was ich rede. Das ist so ein Stück UIT-Schiene. Das Ganze ist alles in allem wesentlich professioneller gemacht, wie das, was ich hier zeigen kann. So. Und da geht natürlich sowas hier auch. Na, komm her. Ach, ich krieg's jetzt nicht rein. Das liegt so blöd hier. Ich müsste jetzt fester drücken, egal. Also, habe auch die Schraube noch festgestellt, deswegen hat es jetzt nicht funktioniert. Aber das ist die UIT-Schiene. Ich kann euch das gleich nochmal mit dem anderen Teil zeigen. Die ist hier auch ein Stück weit eingefräst. Und zwar zeige ich euch das hier an einem Schaft von LP Gunstocks. Der ist wunderschön gemacht, auch einfach zu bedienen mit einer verstellbaren Schaftkappe, mit einer verstellbaren Schaftbacke in zwei Richtungen. Das ist jetzt hier ein Schaft, der ist für die HW 97 und für die HW 77. Also wenn ich noch so ein System hätte, ich habe ja aber zwei Stück gehabt, habe die dann auch wieder verkauft. Das wäre ein Schaft für mich. Wunderschön gearbeitet. Gibt es gar nichts zu sagen. Also wie gesagt, ich habe den jetzt auch ein bisschen verstellt, sonst kriege ich den Stream wieder abgeschaltet, wenn ich was Waffenähnliches hier zeige. Kann ich eigentlich nur begeistert davon sein, liegt auch sehr schön in der Hand. Toll, gibt es in sehr, sehr vielen Varianten. Ich kann euch ja dann mal die Homepage schnell aufmachen von dem Jan und kann euch das mal zeigen. Also prima. Da ist halt dieses Stück, ich zeige es nochmal, dieses Stück Schiene hat er extra gemacht und das gibt es in verschiedenen Längen, so dass man das hier ganz wunderbar, das wird hier eingefräst und ich könnte mir vorstellen, wenn er bei dem Jan einen Schaft holt und sagt, ich hätte gern so eine eingefräste Schiene dabei, dann wird der Herr Schlottmann euch das auch machen. Also ich habe mit dem Jan des Öfteren Kontakt, wir unterhalten uns über so die eine oder andere Innovation und dann kommt dann sowas dabei raus. Das nächste, was ich noch hatte, was ich euch gerne zeigen wollte, das ist, ich habe ja ewig auch mal einen Rowan, einen Tragarm gehabt von Rowan Engineering und hatte jetzt keinen mehr, weil die sind immer mit den Waffen weggegangen. Und was ich sagen muss, also meine HW100, die gibt es auch in einem Stream, hier irgendwie vielleicht vor 5, 6, 7, 8 Streams, da habe ich euch meine aktuelle HW100 gezeigt und darüber wird sich jetzt jemand freuen, dessen Paket ich heute gepackt habe. Denn das ist jetzt mittlerweile meine siebte HW100, die ich mir so zurecht gemacht habe, wie ich sie für mich für gut empfunden habe und wie sie auch einfach gestimmt hat. Und ja, da hat sich mein Herzfehler jetzt wieder bemerkbar gemacht. Also ich habe sie wieder verkauft. Ich hatte die 2 Jahre, jetzt gut 2 Jahre. Und ja, da freut sich jetzt ein anderer drüber. Das ist auch in Ordnung so. So,
Und jetzt habe ich noch mir einen Tragarm geholt für eine andere Waffe. Mal gucken, wo ich ihn einsetze. Und das ist im Prinzip so, wie man die Tragarme kennt. Es wird hier gelöst. Dann Verstellung hier, Verstellung da, alles wunderbar. Ja? Sehr wertig gemacht. Sieht auch sehr, sehr zierlich aus. Also hier hat sich jemand auch richtig Gedanken gemacht. Und zwar ist das jemand, der auch in der Field-Target-Szene bekannt ist und der hat aus vielem, was man so hätte haben müssen, gebraucht hätte und gesagt hat, so müsste es eigentlich sein, wenn wir es gemacht hätten oder wenn er es gemacht hätte. Er hat es so verwirklicht und von daher kann ich nur sagen, das ist toll, dass allein hier dieses Zahnrad, will ich mal sagen, vielleicht sieht man es hier, das sind keine scharfen Zähne, das sind Rundungen. In diese Rundungen greifen hier Rollen ein. Und das ist absolut präzise und wenn der fixiert ist, absolut fest. Also das ist schon gut gemacht. Also wo du da hinguckst, hast du wirklich, warte mal, hier ist ein bisschen, wie das jetzt? Jetzt hat sich meine Kamera. Muss ich mal umschalten, vielleicht geht es besser. Ja, vielleicht geht es hier ein bisschen besser. Wo du hier hinguckst, hast du das Gefühl von Präzision. Also da ist nichts dem Zufall überlassen. Fand ich sehr, sehr gut. Habe ich auch. Ich kenne denjenigen, der ihn gebaut hat und verschiedene Shops vertreiben diesen Tragarm, auch unter anderem Schlottmann oder Mamba Target beim Frank Herrmann. Und da kann ich nur sagen, an was ist da gedacht worden? Ganz einfach. Ich habe es am Anfang gar nicht gerafft. Das Ding hier, warte mal, hier oben, dieses Profil, ne? Man sieht es jetzt gerade so am Rücken von dem Bürostuhl. Das ist so exakt gefräst, dass ich erst gedacht habe, das ist ein Stück und es geht ja gar nicht rein. Man muss wissen, jetzt schalte ich es nochmal um, vielleicht geht es, man muss Folgendes wissen, dass dieses Teil hier oben, ihr seht die Luft hier, dass dieses Teil mit zwei Schrauben gehalten wird. Das hat den Vorteil gegenüber einer Aufnahmeschiene, die in einem Stück gefräst ist. Und dann die Schrauben gegen das Unterteil der UIT-Schiene drücken und dann so Macken reinfeuern. Das ist hier nicht der Fall, denn hier wird diese Platte eingeschoben in die UIT-Schiene und mit diesen beiden Schrauben, da sieht man eine und hier hinten sieht man die nächste, mit diesen beiden Schrauben wird dann die untere Platte angezogen. Ihr seht hier die Luft, ne? Die wird dann gegengedrückt gegen die obere Platte. Und damit ist das bombenfest und vor allem werden durch die Schrauben dann Macken irgendwie in eine Aufnahme gedrückt. Also das ist schon sehr gut durchdacht. Das nächste, was hier sehr gut durchdacht ist, hier seht ihr nochmal so ein Profil, da geht der gleiche Aufnahmeblock rein. Und wenn man hier diese Schrauben, eine hier und eine hier hinten, wenn man diese Schrauben löst, kann man hier unten, ihr habt es gesehen, so ein bisschen gerutscht, kann man das Schiffchen im Prinzip hin und her schieben, so wie man das für seine Waffe braucht. Alles in allem sehr durchdacht. Wer jetzt weniger dieses Schiffchen möchte, wie es hier ist, da weiß ich, dass bei Ringformgriffe der Thomas Ring auch die Schiffchen, die mittlerweile ja überall bekannt sind, und die man auch in allen Holzsorten kriegen kann. Diese Schiffchen passen auch auf diese Aufnahme. Und was hier noch sehr schön ist, muss ich sagen, wenn man das jetzt hier zusammen macht, ich mache es einfach mal jetzt unter den Schaft, selbst auf die Gefahr hin, dass mir das wieder abgeschossen wird, das Ding. So. Das ist wunderbar jetzt drauf. Und ihr seht eins.
Das ist jetzt von hier nach da so flach und das Schiffchen rastet auch ganz flach am Tragarm und schlappert nicht auf irgend so eine Halbdistanz, dass wenn ihr das Schiffchen arretiert habt und habt es in der Position von Unterkante bis Oberkante Lauf im System, die 14 cm nicht überschritten werden, sodass das genau so dann auch möglich ist fürs Hunterfield-Target. Und das ist eigentlich ein ganz guter Vorteil, ne? Ja, das wollte ich euch nochmal gezeigt haben. Das Einzige, da gibt es, ich würde mal sagen, 500 Pluspunkte an dieser Konstruktion. Aber es gibt auch einen Negativpunkt, vielleicht ist der nur mir aufgefallen. Aber ich sag mal, diese Breite von hier außen bis da außen, also die Breite von dieser Platte, die könnte etwas schmaler sein. Das wird auch noch funktionieren, weil vielleicht ist es auch an meiner Diana 75 schlecht gemacht, vom Werk aus oder auch bei der Feinwerkbau. Da sind nämlich die UIT-Schienen in den Vorderschaft eingefräst. Und wenn die UIT-Schienen etwas tiefer liegen als der Holzschaft und das hier oben zu breit ist und ich das anziehe, dann presst diese Flanke und diese Flanke nicht auf das Metall der UIT-Schiene, um sich festzuziehen, sondern nimmt so, was weiß ich, 3 Zehntel oder 4 Zehntel auf jeder Seite das Holz vom Vorderschaft mit, und da könnte es dann Druckspuren geben. Also es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder mal die Möglichkeit, das hier runter zu feilen, ein Stück rechts und links, dass es dann nur auf dem Metall der UIT-Schiene liegt, oder man schraubt die UIT-Schiene ab, macht unten drunter ein Stück Tesa-Kreppband oder was und schraubt sie wieder drauf, sodass man genau um vielleicht 2 Zehntel höher kommt wie das Holz vom Vorderschaft, und dann drückt diese Breite auch keine Macken in den Vorderschaft. Aber das ist im Prinzip Jammern auf hohem Niveau. Alles in allem würde ich hierfür 9,5 von 10 möglichen Punkten geben. Das andere ist vielleicht nur Fetisch von mir hier vorne. Aber ja, ich freue mich, dass ich es habe. Greift sich gut an. Ist wirklich schön zierlich. Zierlicher als das Original, sage ich mal. Funktion ist genauso gut, wenn nicht sogar noch ein Touch besser. Ja, das wollte ich euch mal gezeigt haben. Und jetzt entschuldigt ihr mich gerade mal für einen Moment. Ich suche mir hier gerade mal die Homepage und dann kann ich es euch nochmal zeigen. Wie gesagt, habe ich mir alles gekauft. Da habe ich auch nichts für einen Cent billiger bekommen. Da lege ich Wert drauf. Das sind wieder nur Sachen, die also mir gehören, die ich euch zeige. Den Schaft schicke ich wieder zurück. Das hat sich nur jetzt gerade so angeboten, dass ich das mal im Zusammenhang zeige, wie das montiert werden kann. Denn meine Waffe ist verkauft und weg. Und da konnte ich es anders dann nicht mehr zeigen. So, jetzt gehe ich gerade mal hier auf diese Homepage. Und da zeige ich euch das mal. So, ich schalte mal hier oben auf den Monitor. Ich nehme an, ihr seht das. Das ist jetzt die Homepage von dem Fachhandel Schlottmann. Und hier oben sind diese UIT-Schienen zum Nachrüsten drauf. Die gibt es in verschiedenen Längen. Seht ihr es? So. Und hier sind dann auch die Tragarme drauf. Das ist der Tragarm ohne das Schiffchen unten drunter. Da kann man dann auch ein entsprechendes Schiffchen noch kaufen. Vielleicht auch das vom Thomas Ring bei Ringformgriffe oder halt das, wie es hier unten drauf ist. Dann kennen wir hier die Schäfte. So hatte ich auch mal einen von dem Herrn Schlottmann. Dann sind hier jede Menge Anschlagschäfte von Thomas Ring für Pistolen. Aber das wollte ich euch nicht zeigen. Ich wollte euch das andere zeigen. Moment. Ja, hier sieht man es. Den Schaft habe ich jetzt im Moment da. Und
Ja, ja, das, wenn ich eine HW 77 oder 97 hätte, dann wäre das mein Schaft. Dann hätte ich wahrscheinlich bei dem Herrn Schlottmann angefragt und hätte gesagt, hier, wie sieht's aus? Ich brauche ein System, ich brauche den Schaft. Und da müssten wir mal gucken, ob man das individuell zusammenstellen kann. Das ist eine traumhaft schöne Waffe, vernickeltes System. Wäre genau was für ein Oberlutz. Ja, hier sieht man auch noch mal, wie dieser Tragarm hier unten montiert ist. Also das ist alles in allem eine sehr saubere Sache. Das war eigentlich so das, was ich euch mal zeigen wollte. Und jetzt will ich mal in das Forum gehen. Und zwar Field Target Forum. Field Target Forum. Ja, und da gehen wir mal auf die Wettkämpfer, und zwar auf die Wettkampfübersicht für das Jahr 21. Und da seht ihr, alles, was rot ist, ist abgesagt oder verschoben. Und hier gibt es schon verschobene Sachen wie 20 Jahre Fieldtage Deutschland. Das hätte in Wiesbaden stattfinden sollen. Mensch, der Peter Loch, der hat aber auch Pech in Wiesbaden, dass es schon jetzt 2 Jahre nicht geklappt hat. Ein Jammer. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, denke ich mal. Und da kommt bestimmt noch was. Dann das Trainingscamp, habe ich mitbekommen, ist in einem kleinen Rahmen, internen Rahmen hat das stattgefunden. Dann gibt es hier noch ein paar Dinge, die stehen noch offen. Also da weiß man noch nicht, ob das klappt, wie das klappt. Sieht eigentlich ganz gut aus. Dazu gehört garantiert auch als Highlight die erste deutsche Meisterschaft im Hunter Field Target am 22.08. in Kölschhausen. Ja, dann noch diverse Meisterschaften und ja, hier die Landesmeisterschaften Landesverband 4 und 8. Das sind die Ausweichtermine für das, was hier oben verschoben wurde. Tja, da muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ja, im Moment will ich gerade mal gucken, sieht noch gut aus. Mein Stream ist noch nicht gesperrt oder gelöscht von YouTube. Offensichtlich haben sie jetzt verstanden, dass ich da niemanden da irgendwie niemanden belästige. Aber ich kann es verstehen, wenn das die Community-Regeln sind, dann ist es eben so. Ja, ich habe gesehen, Mensch, obwohl ich das jetzt unangekündigt und spontan gemacht habe, sind ja doch hier 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 6 Leute. Super. Hier eine Frage: Wofür ist die Luftpolsterfolie? Das kann ich dir sagen. Damit habe ich schlicht und ergreifend den Schaft nicht in voller Pracht gezeigt, sondern habe wie bei einem neuen Autotyp einfach ein bisschen abgedeckt, aber nicht, weil der Schaft irgendwie schlecht wäre, ganz im Gegenteil, das ist ein ganz tolles Ding. Nein, ich wollte damit einfach die Silhouette ein bisschen zerstören, weil sonst vielleicht irgendein Algorithmus daran Konturen oder Silhouetten eines Gewehrs oder einer Waffe sieht. Und dann macht mir YouTube wieder den Livestream zu. Also wie gesagt, live ist das wohl alles schwierig, aber per Video offensichtlich nicht. Ja, der Tom schreibt, glaube ich dir, dass du sie haben möchtest, schaut auch gut aus. Leute, ich muss euch einfach sagen, vielleicht geht es euch genauso, aber viele Dinge hier. Das läuft bei dem Hobby ja genauso wie bei anderen Hobbys. Das sage ich einfach mal, wie mir so geht. Braucht keine Sau, ist aber geil, ne? Und so ist es halt auch da, ne? Und natürlich, bräuchte ich keine HW 77 oder eine HW 97. Ich würde so und so nur eine HW 77 kaufen. Das gleiche System wie die 97er, nur mit dem Unterschied, dass ich sie auch dann mit Kim und Korn mal schießen könnte. Meine 77er, wenn ich da gerade einen kleinen Ausflug hinmachen kann,
hatte noch Tuning-Teile drin von, ich weiß gar nicht, von wem die Tuning-Teile waren. Was war denn das? Tinbum, ne? Tinbum ist im Moment eigentlich ganz angesagt. Tinbum verbaut der Freddy super gut für die, die ihn vielleicht aus dem CO2, für die, die ihn aus dem CO2-Forum kennen, der Unfallchirurg. Also das geht immer ins CO2-Forum, sucht euch mal den Unfallchirurg. Er ist auch Chirurg im echten Leben. Vielleicht macht ihn das auch zum genialen Waffentuner, weil er da sich auch immer was einfallen lassen muss. Also der Freddy, der tunt im der Freddy tunt in einem Bereich, der ist jenseits von Gut und Böse, aber im legalen Bereich. Wenn der Abzüge überarbeitet oder Klinken poliert oder sowas, Leute, ihr habt dann keinen Preller mehr, ihr habt das Gefühl, ihr habt eine Matchwaffe, ja, also sensationell. Du hast einen klaren Druckpunkt, du hast einen klaren Vorzugsweg. Und wenn du über den Vorzug dann an Druckpunkt angekommen bist, brauchst du im Prinzip nur noch dran denken, dann ist der Schuss raus. Aber die Waffe kann genauso gut hinfallen und der Abzug löst nicht aus. Also wie er das macht, weiß ich nicht, ob er da eine Zauberformel hat oder was. Also mir ist es auch egal. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich eine HW30 von ihm getunt bekam. Sensationell. Übrigens HW30, für die, die neu dabei sind oder vielleicht noch nicht alles irgendwie gesehen haben oder auch nicht viel interessiert hat, guckt euch mal das Video an, gebt mal auf meinem Kanal ein HW30 und da kommen 3, 4, 5 Videos, aber da ist eins dabei, wo ein paar Varianten vorgestellt werden, was man aus einer HW30 machen kann. Und da seht ihr auch den Freddy mal. Und ich sage euch, diese Dreiviertelstunde lohnt sich, ich schwöre es euch. Ja, HW30 gilt unter Spezialisten auch als Geheimtipp für so, ja, ein bisschen Blinking. Auch mit dem kann man schon, mit dem Gewehr kann man auch schon schön im Hunter-Field-Target mitspielen. Also das ist schon, ja, es ist ein Geheimtipp, hat sich irgendwie so entwickelt. Ja, ansonsten habe ich gesagt, ich mache heute nicht so wahnsinnig viel. Ich wollte das von gestern nachholen, wollte auch wieder mal so ein bisschen das Format für mich spüren, Kopfhörer auf, Kamera an und dann einfach mal ein bisschen was erzählt. Ihr habt ja mitgekriegt, dass ich eigentlich zwischendurch auch die Lust verloren habe und ja, mal schauen, wie das jetzt mit diesem Livestream so wird. Ja, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe es noch nicht ganz verlernt. Ich muss auch nicht tausende von Neuigkeiten zeigen. Im Gegenteil, ich werde jetzt hier wahrscheinlich auch mein ganzes Arsenal ein bisschen abspecken und bin da dran, sagen wir mal, meinen Waffenschrank mal schwer zu lichten. Mal gucken, wie und in welcher Form ich das mache. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch allen gut geht, euch und euren Lieben. Dass ihr bald wieder richtig Spaß am Hobby haben könnt, dass wir dieses scheiß Corona dann mal aus dem Kopf kriegen, dass wir hoffentlich keine vierte Welle mehr kriegen, dass es einem schwindlig wird. Ich wäre nächste Woche Dienstag das zweite Mal geimpft. Ist zwar auch keine Garantie, aber es macht ein bisschen ruhiger Gefühl. So, dann würde ich sagen, ja, das waren jetzt knapp 30 Minuten. Mir hat es Spaß gemacht, ja, und wenn es euch auch ein bisschen Spaß gemacht hat, dann lasst einfach ein Like da oder ruft mal irgendwie eure Freunde an und sagt, wenn ihr mal irgendwas wissen wollt, dann guckt euch einfach mal ein Video an. Mein Kumpel, der Andi, der Ergandi, der macht das ja auf einer ganz anderen Ebene. Aber da könnt ihr super Tests angucken. Der macht das sehr, sehr präzise und sehr, sehr nachhaltig. Und ich mache es halt nur dann, wenn mir was einfällt, wenn ich was habe. Ja, insofern macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Habt euch lieb. Ihr und eure Lieben. Und ja, viel Spaß, viel Erfolg, maximalen Erfolg bei eurem Hobby. Bis dann, euer Lutz und
wenn ihr mal was wissen wollt. Hier sind meine Kontaktdaten. Ruft mich an, schreibt mich mal an und dann können wir über alles reden und wir haben schon immer irgendwie eine Lösung oder eine Antwort gefunden. Macht's gut. Tschüss.